Was ich noch zu der geführten Meditation sagen wollte, das ist wirklich ein großes Hilfsmittel. Also wenn jetzt umgekehrt passiert, nehmen wir mal an, da kommt jetzt die Schwester, nicht die Schwester, die Ärztin hin zum Bett und sagt, sie bekommen jetzt ihre Heilungsmeditation. Machen Sie schon mal die Augen zu, gibt der damals halt einen Walkman, heute iPod oder was, oder Phone, oder nee, Android oder wie immer. Gibt den Kopfhörer rein und es fängt die gesprochene Meditation an, die geht so in diese Serienbilderwelten und stellt sich darauf ein, ihren Krebs zu heilen und zu unterstützen und so Themen zu lösen, ihren Weg zu finden. Dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die das eine Dreiviertelstunde macht, während die Chemo da rein. Kopf, dann ist die Seite an Seite mit ihrer Chemotherapie. Das ist natürlich unendlich viel besser als jetzt so eine Geschichte, wo die sich gegeneinander blockieren, weil sie Angst haben und so. Also da gibt es heute schon viele, viele Vorteile und ich würde es auch unbedingt empfehlen. Also ich habe auch sogar so eine Krebs, extra zum Krankheitsbild Krebs, so eine CD gemacht mit zwei Reisen drauf. Aber man könnte auch. Kann man die auch auf ihrer Website? Ja, die kann man da downloaden. Ich kenne mich da nicht aus, ehrlich gesagt, aber ich glaube, man kann das. Ich werde die Website auf jeden Fall verlinken. Die Krebs-CD kann man jedenfalls streamen oder downloaden, sicher bei Random House. Das ist der Verlag. Wenn, ich glaube, uns oder kann man sowas noch nicht. Wir drucken ja noch eine Altserie für die Damen meines Alters CDs, weil die haben noch CD-Spieler und die können nicht downloaden oder streamen oder sowas. Da kannst du gar nichts mehr verdienen, aber wir machen das noch, weil die das halt auch brauchen. Und es irgendwie herb ist, wenn man sagt, das gibt es jetzt für sie nicht mehr. Ja. Und die schaffen den Schritt nicht. Also die würden sich ein neues Gerät kaufen, aber das ist ja kein Gerät. Das ist ja einfach ein Lebensstil dann. Aha. Und dann können die nicht. Und die sind natürlich in dem Alter jetzt auch. Ne? Also insofern machen wir das noch ganz altmodisch. Und für das Neue, ich werde jetzt auch 67, also bin natürlich nicht auf dem letzten Level da. Aber es ist auch wurscht, ob du das auf der CD hörst oder downloadest, ist ganz egal. Du musst dich einfach mit Hingabe da reingeben. Und dann hat das einen großen Effekt. Auch zusätzlich, diese Synergien, das haben wir. Das habe ich bei dir selbst auch gemerkt, also wie mich das unterstützt hat einfach. Also auch vor diesen Ängsten loszulassen. Ich muss wirklich sagen, wirklich jetzt im Rahmen der Heilung von Ihnen habe ich mir wirklich regelmäßig angehört, diese Hör-CD, und das hat enorm geholfen, also die Angst loszulassen, dann die Schmerzen, nicht als unbedingt auch als Schmerzen, dort etwas Schlimmes direkt zu sehen. Und ich habe wirklich gemerkt, mir ging es nach jeder einzelnen geführten Meditation schon deutlich besser. Ich habe es beim Liegen immer gemacht und konnte wirklich auch entspannter danach, nach der Meditation konnte ich viel entspannter schlafen, ich konnte viel entspannter mit allen Situationen umgehen, also für mich hat das enorm, mir hat das wirklich enorm weitergeholfen. Und ich gebe das meinen Klienten auch immer weiter und sage denen auch immer, hört euch vor allem Farben der Heilung an. Weil das wirklich sehr, sehr enorm bei mir geholfen hat. Und da kann ich wirklich nur zustimmen. Innerer Arzt ist eine CD, die hat doch mehr geholfen. Ja. Heilungsrituale und so. Also kommt mir so vor, wenn ich das überlege. Wobei es viel eindrucksvoller ist, wenn du das sagst, mit deiner Erfahrung. Ich habe ja keinen Krebs gehabt. Und habe das natürlich so mit den Krebspatienten zusammen entwickelt, aber das ist natürlich schon nicht dasselbe, die Erfahrung, die habe ich, möchte ich auch schon sagen, Gott sei Dank gar nicht. Aber ich habe doch erleben dürfen, dass viele Patienten damit ihre Schritte gemacht haben. Ja, ich habe das ja ursprünglich immer sehr gesprochen, eins zu eins, aber das ist dann zu teuer, ehrlich gesagt. Wenn es der Arzt für eine Stunde spricht, das man auf. Wenn du das im Studio machst und die können das dann übernehmen, die Betroffenen, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Das hängt von der Ladung ab. Ne? Also, wenn du jetzt nur so nebenbei hörst, während du die Erbsen so belöffelst, passiert da nicht viel. Das muss man schon auch sagen. Das ist wirklich die Einstellung, mit der jemand sich das gibt und will, jetzt leben will. Und wo das nicht der Fall ist, geht es dann auch nicht so. Man muss ja schon auch sagen, dass Krebs oft auch ein Grund ist, gehen zu wollen. Ja. Und da muss man das auch akzeptieren für mein Gefühl. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der war so fertig von seiner Frau, ehrlich gesagt, mehr als vom Krebs. Und fast so eine Geschichte wie der mit Morgan Freeman in Bucketlist. Also eine liebevolle, kreisliche Frau, ne, die also komplett über ihn bestimmt und alles macht und richtet. Und der musste dann die Breuß-Kur machen. Das ist eine harte Kur von diesem
Feuerwerk. Also fast 6 Wochen und nur so frisch gepresste Säfte, aber jetzt nicht Obstsäfte, sondern grüne Säfte. Und der wurde immer weniger, der war schon vom Krebs recht wenig und der wurde immer schwächer und so. Naja, und dann ist er mal zu mir gekommen, geschickt auch, und ich konnte zu ihm sagen, also ich meine, sie haben jetzt die Wahl, ob sie vor dem Krebs mal verhungern wollen oder ob man das jetzt mal sein lassen und dann andere Dinge versuchen. Dann hat er das aufgehört, ganz froh, und er hat natürlich wieder aufgeholt, hat wieder zugenommen, was er schon mal gut getan hat. Hat es dann wieder viel zugenommen, also einiges zugenommen, hat er dann auch nochmal gemacht. Und hat immerhin auch, ich weiß gar nicht, wie es ganz ausgegangen ist, aber ich glaube, er hat dann deutliche Schritte gemacht. Aber es gab auch mal einen Patienten, der musste aufgrund seiner Frau, musste der zur Psychotherapie, Schattentherapie antreten. Und wollte gar nicht. Und wir haben uns dann auch ganz gut geeinigt, nach ganz kurzer Zeit, dass er einfach mal einen richtig schönen Urlaub macht. Ja. Für das ganze Geld, Psychotherapie, ist ja nicht umsonst. Und das hat er dann gemacht, ohne seiner Frau was zu sagen. Er hat auch extra gesagt, ich soll es nicht weiter sagen, ihren Mann. Und der ist aus dem Urlaub gegangen und hat allein gelebt. Und auf der Rückfahrt kam er nochmal, hat nochmal eine Sitzung gemacht, sozusagen alibi-mäßig. Mhm. Hat sich auch sehr bedankt und hat dann wirklich direkt gesagt, er hat jetzt direkt Lust gekriegt zu leben. Also jetzt hätte er direkt eine Motivation, doch wieder gesund zu werden. Also er müsste von seiner Frau wegkommen. Und ja, sage ich jetzt auch kein Weg. Also, er wollte, dass ich ihm da helfe, was ja nicht so einfach ist. Na, jedenfalls war ganz deutlich, bevor der weiter zusammenleben wollte mit der Frau unter dieser engen Glocke, Käseglocke da, wollte er lieber gehen. Und dann ist es natürlich auch okay, soll ich es lieber schön machen. Ja. Also, sehr schönes Beispiel. Das ist natürlich nicht so, dass jeder immer gesund werden will, muss man schon sagen. Ja. Also ich merke das auch, also wenn ich jetzt wirklich 5 Klienten nebeneinander habe und denen meine Informationen gebe, merke ich schon an deren Motivation, wie schnell die Personen wirklich sich selbst heilen oder nicht. Und ich merke das auch wirklich, weil die Personen melden sich dann. Du hast wirklich, wenn er wirklich zum Beispiel eine Mutter ist und sie wirklich mit voller Kraft da reingegangen ist und einfach unbedingt einfach nur schnell gesund werden wollte und bereit ist, ihre Ernährung umzustellen und nimmt alles mit voller Liebe und Kraft auf, diese Person meldet sich meistens innerhalb von 1-2 Wochen wieder und sagt schon, mir geht es deutlich besser, ich merke riesen Unterschiede. Und dann hast du natürlich andere Menschen, die mit viel weniger Motivation und Elan da reingehen. Das merkt man enorm. Ich merke das ehrlich gesagt schon in dem Gespräch, eigentlich dem ersten Gespräch. Wenn da schon jemand sagt, ja, also gut, dann stelle ich die Ernährung um, aber ein bisschen Käse muss ich haben. Dann, ich meine, ich glaube gar nicht, dass es am Käse liegt, aber ich weiß einfach, der braucht diese 3 Lebensbühnen, ja? Also dieses mutige, marsische, der braucht dieses Wachstumsthema und der braucht das Radikale, an die Wurzeln gehende. Und wenn er das schon kann, dieses, wir sagen plutonisch auch dazu, Radikale, die 8. Lebensbühne, ein bisschen Käse brauche ich und eine knusprige Ente muss sein, dem fehlt dann dieses Prinzip, der kann das nicht umsetzen und dann ist es leider nicht zielführend, kann man auch schon so sagen. Ich würde mich da überwinden und trotzdem und so und die Ente macht schon nichts aus, aber es ist die Haltung einfach. Ja. Und an der scheitert es dann auch. Das stimmt. Ja, ich danke Ihnen wirklich vielmals. Bitte sehr, gern. Sehr schön. Also hätte jetzt auch mehrere Stunden noch gehen können. Wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte gern. Und den Zuschauern wird sicherlich auch sehr gefallen. Und ja. Ja, was macht ihr jetzt damit? Ihr macht jetzt noch keinen Krebs.